Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. In der tiefen, dunklen Nacht. Gut, was machen wir heute? Erstmal gucken, was wir alles haben. Wo wir zuletzt waren. Oh. Da wächst direkt was beim Feuer. Ja, cool, wir haben ja schon ein paar Sachen zusammengesammelt. Was fehlt? Nägel natürlich, wie immer. Nägel fehlen immer. Nägel. Sieht's mit Essen aus? Geht auch noch. Da haben wir zu laut hier sowas. Ein Proteinriegel. Können wir uns mal reinschieben. Gut. Dann hacken wir doch in der Dunkelheit noch mal ein bisschen Holz. Bis die Sonne aufgeht. Dürfte, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern. Dann müsste eigentlich wieder hell werden. Ich will es zumindest hoffen. Und dann werden wir uns wohl mal auf die Suche nach Nägeln machen und allen anderen Krusch, den wir so brauchen. Da liegt noch Fiber. Ein Grad. Das ist echt scheiße kalt hier. Ich friere mir hier den Arsch ab. Was haben wir denn? Wir haben noch nichts zum Anziehen. Wir sind immer noch halb nackt hier. Wenigstens eine Hose. Bleibt der Hintern warm. Halbwegs. So. Da wächst auch noch was. Ich könnte ja nochmal das Ding nehmen, damit ihr auch was seht, was ich hier mache. Gleich mal ein bisschen Holz nachlegen. Die Asche nehmen wir raus. Ein bisschen hier. Ein bisschen Zeug sortieren. So. Split One, die nehmen wir mal so. So, jetzt könnte es von mir aus mal hell werden, dass wir hier mal vorwärts kommen. Was habe ich mittlerweile an Munition? 13, 2, 3. Ja, gut. Eine Spitzhacke könnten wir uns auch mal craften. Damit wir schon mal anfangen können, das Metallzeug abzubauen. Und das werden wir früher oder später sowieso brauchen. Besser, wir haben es früher als später. So, da ist sie auch schon fertig. Die lege ich doch mal auf die... So, das Knickel, ich mache jetzt mal hier hinten hin. Auf die 2, 3, 4. Wunderbar. Und dann wird es auch schon hell. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal auf die Suche. Zwischendurch noch ein bisschen Holz hacken. Und Fleisch organisieren. Organisieren, meine ich. So. Irgendwo ist ein Köter. Wo ist er denn? Da. Da gehen wir mal lieber weg. Ich habe zwar theoretisch genug Munition, um ihn zu töten und zu schlachten, aber keine Lust jetzt. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Okay, das geht. Könnte besser sein. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Nicht wahr? So, war doch gerade eben noch Fiber. Ja, genau, hier. Da ist ein Huhn. Da war ein Huhn.
Jawohl, es wird heller. Wunderbar. Da haben wir auch schon das erste. Was wir abbauen können. Zink, genau. Zink war das. So, und da ist auch schon die Kiste. Juhu. Da hinten ist nochmal eine. Wir brauchen Nägel, ganz viel Nägel. Naja, zwei. Besser als nix. Munition kann auch nicht schaden. Ja, habe ich schon erwähnt, dass es ziemlich langwierig ist, sich hier was aufzubauen. Habe ich, glaube ich, erwähnt, ja. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo man nach einer halben Stunde schon eine fette Hütte gebaut hat. Nee, das dauert hier echt lange. So, hey, Fiber. Irgendwo habe ich gerade einen Hasen davon hoppeln hören. So. Das geht auch noch. Da ist er schon, unser erstes Opfer. Hehehe. Hallo Hase. Und getroffen. Wahnsinn. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mit Pfeil und Bogen überhaupt was getroffen habe, weil man absolut nicht sieht, wo der Pfeil hinfliegt oder wie auch immer. Jawohl, Checkpot. Mehr oder weniger. Aber so nach ein paar Stunden Spielen hat man den Dreh mit dem Bogen relativ raus. Manchmal auch nicht. Ich sollte mal gucken, ob da irgendwo eine Tasche rumliegt oder eine Kiste. Meistens da, wo Kisten sind, sind auch Tiere. Oder umgekehrt, da wo Tiere sind, sind auch Kisten. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Wie zum Beispiel da hinten läuft ein, was ist das? Ein Wolf und ein Bär und eine Kiste. Beziehungsweise eine Tasche. So, das wird vermutlich nichts. Da habe ich nachher zwei Viecher am Arsch kleben. Das muss nicht sein. Laufe ich lieber ein Stück weiter. Gehen wir eine Runde im Wald spazieren. Jetzt haben wir 11. Das ist nicht viel. Das reicht gerade mal für eine Wand oder ein Fundament oder sowas. Da brauchen wir noch viel mehr. Viel, viel mehr. Da! Guck mal, das müsste doch gehen. Es sind auch wieder zwei. Wolf und Bär. Na toll. Kein einziger Nagel. Kein einziger Nagel. Da liegt noch was. Ich glaube, ich kann mir gleich mal so ein Starting Kit craften. Bis wir zurückkommen, ist das Lagerfeuer bestimmt aus. So. Den Baum nehmen wir auch noch mit.
dann mache ich noch ein paar Holzbretter. Nanu? Einen Lock vergessen. Ah, toll, ich bin schon wieder an einer Grenze angekommen. Ich hoffe mal, dass wir es heute wenigstens schaffen, noch was zu bauen. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, die ganze Zeit hier rumzulaufen und nach diesen verdammten Kisten zu suchen. Erst recht, wenn man hier ständig im Kreis läuft. Unbeabsichtigt. Oh nein. Nein. Oh, verdammt, die Tasche ist auch bestimmt voll mit Nägeln. Ich komme jetzt nicht ran wegen dem verdammten Wolf. Pfeile habe ich 3. Das würde genau reichen. Oh, Huhn. Gut, ich kann ja mal gucken. Wo ist er denn jetzt? Da. Die Tasche ist... Warte mal. Doch, da hinten ist er. Na toll. Hat sich ja gelohnt. Da fällt mir auf, ich hätte kein Firestarting Kit gebraucht. Ich habe noch Matches. Dumm gelaufen. Erstmal mal einen Apfel. Das muss erstmal reichen. Ich hoffe, man hört mich jetzt ein bisschen besser. Ich habe das Mikro jetzt noch einen Ticken lauter gemacht. Naja, um genau zu sein, ist es jetzt auf maximaler Lautstärke. Und trotzdem ist es irgendwie verdammt leise, wenn ich mir meine Videos so angucke. Ich weiß nicht wieso. Ich habe es im OBS auf voller Lautstärke und im Windows auf voller Lautstärke. Und trotzdem, naja. Trotzdem ist es irgendwie leise. Da hinten ist noch eine Tasche. Muss wohl irgendwie an meinem Rechner liegen, habe ich das Gefühl. Mein Kumpel hat dasselbe Mikro und bei ihm ist es nicht so leise. Ich muss mir bei Gelegenheit mal ein neues Mikro kaufen. Das wäre natürlich auch eine Option. Einfach mal ein besseres. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, eine Kiste. Da ich ja immer noch nicht meine Videos nachbearbeite oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Videoprogrammen, sondern sie dir einfach direkt so hochlade, wie ich sie aufnehme, kann ich es nicht mal nachträglich lauter machen. Einfach nur... Was, da war eine Kiste, habe ich das richtig gesehen? Nee, bestimmt wieder ein Busch. Geh mal da lang. Was will ich sagen, wo war ich denn... Ja, weil ich habe einfach keinen. Das war nix. Verdammt. Direkt vor meinen Füßen despawned. Naja, egal. Finden wir genug. Gucken. Huhn ist noch da. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man zu lange mit diesen toten Viechern rumspazieren geht, dass sie einfach irgendwann aus dem Inventar verschwinden.
meine ich zumindest schon mal festgestellt zu haben. Ich kann mich natürlich auch irren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich hätte schwören können, ich bin auch mal auf der Jagd gewesen, bin eine Weile in der MIP rumspaziert mit dem toten Vieh im Inventar und irgendwann war es weg. Einfach in meiner Tasche verwest. Bleh. Bleib bloß weg. Natürlich nicht. Ah. Nägel. Toll. Damit können wir nicht viel anfangen. Damit können wir nicht viel anfangen. Da können wir schon wieder an der Levelgrenze. Oder Mapgrenze oder wie auch immer man es nennen möchte. Da läuft ein Bär. Das Essen geht langsam auch zur Neige, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zurück und machen mit, aus dem, was wir haben, einfach das Beste. Und vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch eine Tasche oder noch eine Kiste. Oder Holz. So. Ja. Wieder einer zu wenig. Oh, Fiber. Und noch mehr. Da liegt eine... Oh, verdammt, 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 verdammt. Das ist ärgerlich. Diese Kisten hier kann ich noch nicht öffnen. Für die... Ja, braucht man einen Lockpick. Ja, einen Dietrich. Den kriegt man, sobald man das... wo ist es denn? Ah, hier. Den kriegt man, sobald man dieses Ding gebaut hat und an die Wand platziert hat, kriegt man so ein Ding geschenkt. So ein Dietrich, damit kann man in die Kiste öffnen. Da sind dann... Was sind da drin? Ich habe erst ein einziges Mal seine Kiste aufgemacht und das ist... Das war relativ am Anfang. Also ich kann jetzt gerade überhaupt gar nicht genau sagen, was da eigentlich so drin ist. Auf jeden Fall besseres Zeug als das, was man sonst findet. Das ist wohl klar, sonst würde man kein Lockpick brauchen. Das sind, können sogar Waffen drin sein, Munition, Metall, also geschmolzenes Metall, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Nicht, dass ich hier gleich Quatsch erzähle. Aber das sehen wir dann alles noch, sobald ich mal... Oh. Und da. So, jetzt muss ich mal gerade... Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich richtig bin. Und den... Da ist zu spät. Der hat schon die Flucht ergriffen. Ich hoffe mal, ich laufe richtig. Da ist ein Berg. Hm. Aber das sieht doch richtig aus. Ja, doch. Das passt. Oh, Hund? Ah ja, da hinten ist ja unser Steg. Hase. Ich glaube, den jage ich doch direkt mal. Komm schon, bleib stehen. Am besten auf dem Sand, wo ich dich sehen kann. Ja, genau da. Oh. Er piepst noch. Tut mir ja fast schon leid. Das heißt fast, das tut mir ja echt leid, aber ich muss ja hier überleben. Geht ja nicht anders.
So. 17 Holz. Ach, da oben haben wir nochmal 50. Ach, cool. So. Kill. Schlachten. Schlachten. Und schlachten. Und rein damit. Wo ist denn unser Starting Kit hier? So. Die. Davon kann ich auch gleich mal noch welche machen. Ja, das passt. Samen. Hier hin. Hier hin. Das packen wir mal dahin. Munition. Streichholz kann ich auch hier lassen. Den Rest kann ich mitnehmen. Ja. Trink mir direkt noch was. Komm schon. Ab und zu schwimmt der Kerl nicht nach oben. Verdammt. Ganz vergessen, da ist ja schon das Lagerfeuer ist voll. Was macht man jetzt? Rumstehen und warten. Ah. Das ist Essen auch schon fertig. Ja. Hähnchen auch noch hinterher. Und noch ein Apfel. So, jetzt bis die fertig sind, können wir noch was. Komm, ich glaube, wir gönnen uns jetzt mal diesen verdammten Hund. Weil das Fleisch von dem Hund ist einfach besser. Andererseits dafür Pfeile verschwenden. Na, egal. Oh, oh, jetzt rennen. Oh, rennen, rennen, rennen. So, den Rest machen wir mit der Knifte. Na komm schon, bleib stehen. Hm? Alles cool? Alles cool. So. Perfekt. Hund zum Mittag. Schön. Nehmen wir alles mit. Was nehmen wir alles mit? So, direkt auf den Grill. Das Fett packe ich erstmal hier rein. Zu einem anderen Fett. Gut, so, wie sieht's hier aus? Was machen wir jetzt? Nom. Was kann ich jetzt hier nicht verpacken? Huch! Ja. Grandios. Okay. Oh, eine Kiste. Haha, cool. Direkt am Strand. Vor der Haustür. Jawohl, vier Nägel. So, jetzt mal aufpassen, dass das Fleisch hier nicht verbrennt. Komm, der fertig. Obwohl, in der Zeit kann ich ja schon mal eine Haustür craften, ne? Doorway. Und. Noch eine Foundation und schon ist wieder fertig. Fleisch ist auch fertig. Ach ja, genau, das wollte ich wegpacken. So, jetzt mal gucken. Das setze ich jetzt mal um, wenn es geht, so wie ich das möchte. Ist das die Hälfte? Ah ja, das ist die Hälfte. Okay, gut. Nein. So. Also die Hütte mache ich jetzt nicht allzu groß, weil sonst wären wir hier echt nicht mehr fertig. Andersrum bitte. Ja, genau so.
Jawohl. Der Eingang steht schon mal. Fleisch haben wir jetzt. Gut, während wir Nägel suchen, können wir noch ein bisschen Holz verarbeiten und gleich auch mal Holz nachlegen. Davon habe ich jetzt, naja, mehr oder weniger genug. Pfeile, Pfeile. Oh, oh. Ich habe keine Pfeile mehr. Nein! Für Nägel 4 und ich brauche 2 Nägel für einen Pfeil. Ist doch zum Kotzen. Was ist denn das für ein Pfeil, bitte? Okay, wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Können wir noch tatsächlich noch ein paar Kisten abklappern? Wenn wir welche finden. Fiber. Komm schon, jetzt ist alles voll mit Nägeln. Das wäre doch mal. Aha! Das sieht gut aus. Ja, mal wieder nur ein Busch, keine Kiste. Ich dachte schon. Schade. Schade. So, komm schon. Huch. Da drüben an der anderen Seite sehe ich oft Kisten rumstehen, aber ich bin meistens zu faul, darüber zu rennen. Doch, da steht eine. Okay, dann gehen wir mal rüber, was soll's. Bevor ich jetzt hier sinnlos im Scheiß rumlatsche. Hopp. 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 So, hoffen wir mal, dass da Nägel dran sind. Nee, natürlich nicht. Sonst noch irgendwo eine Tasche oder eine Kiste. Cool, hätte ich auch bauen können. Verdammt. Auch ein schöner Spot. Oh. Jawohl. Da. Juhu. Na, 4. Jetzt haben wir genauso viele Nägel wie vorher auch. Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt sogar mehr. Oder auch nicht. Da steht auch noch was. Nicht schön. Munition. Sehr gut. Bär, nicht so gut. Ich weiß nicht, wo ist. Da. Okay. Ah, cool. Können wir gleich mal nachladen. Dann ist unsere Waffe auch schon wieder voll. So. Da ist noch ein Huhn. Wir haben aber leider keine Pfeile mehr. Und meine Munition möchte ich nicht verschwenden. Die hebe ich ja immer noch extra für die Hunter auf. Oh, wow. 2 Kisten und eine Munitionstasche. Yes. Und kein Tier weit und breit. Und wieder ein Pfeil. Cool. Ah, noch eine. So muss das laufen. So habe ich das gern. Das Huhn, das gehört mir. Oder auch nicht. Oh.
Ah. Du folgst mir noch nicht, oder? Nee. Plötzlich stehe ich vor Wasser. So, wo war denn jetzt unsere Hütte schon wieder? Diese Richtung, glaube ich. Ja, da unten sehe ich den Strand. Ist doch so weit gelaufen. Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht. Da ist noch ein Huhn. Das können wir noch mal. Probieren wir es mit dem noch mal. Ach, schon wieder daneben. Na gut, was soll's. Wir haben ja noch das hier. Und noch einen Apfel. Allerdings wäre es jetzt doch nicht schlecht, wenn wir jetzt wenigstens einen Huhn als Reserve... Ich wollte sagen, als Reserve für die Nacht haben. Hat sich gerade erledigt. Vielleicht rennt er noch am Strand irgendwas rum. Aber ich glaube eher nicht. Aber dafür eine Tasche. Mit Nägel drin. Und noch meine... Zwei Äpfel. Immerhin. So, Köter. Sonnenuntergang. Feuer brennt noch. Aber ich schätze mal nicht mehr lange. Ja, gut. So. Ach, scheiß auf Sortieren. Wir bauen uns erstmal schnell noch ein bisschen. Jetzt haben wir 39 Nägel. Damit kommen wir schon mal ein Stückchen weiter. Mal noch zwei Fundamente. Na toll. Und schon sind sie wieder weg. Es geht so schnell. 15. Was können wir jetzt aus 15 Nägeln noch machen? Drei von denen. Weil die brauche ich für hier. Ja, Gut, was soll's? Ja. Dumm gelaufen, ne? Setzen wir jetzt mal das Fundament hier hin. Wie gesagt, es gibt nur eine kleine Hütte erstmal. Aber selbst für eine kleine Hütte braucht man lange und viel Zeit. Gut, dann machen wir doch mal... Naja. Geht nicht anders. So. Und da wird's auch schon dunkel. Was so viel heißt, gleich ist die Folge wieder vorbei. So, Munition. Ja, irgendwo hin, egal. Metall. Apfel. Nochmal Wasser. Ich muss das leider so machen, weil es anders nicht geht. Es sei denn, ich mache die Tür nicht in die Mitte, aber ich... Ja. Ich möchte die Tür in der Mitte, deswegen mache ich das halt so. Und... Ja, zwei Fundamente breit. Das reicht für die Hausgröße erstmal. So. Tja, und schon wird's dunkel. Da legen wir nochmal nach. Gehen nochmal schnell... Solange wir noch ein bisschen Licht haben, noch mal schnell Holz hacken. Wohl jagen wäre sinnvoller, oder? Obwohl die Nacht ist recht kurz. Das müsste auch so gehen. Vor allem, da wir noch einen Proteinriegel haben. Dürfte das für die Nacht kein Problem werden.
halber. Ich finde das Knicklicht irgendwie ätzend. Also ich hätte lieber eine Taschenlampe oder von mir aus eine Laterne oder sowas. Aber dieses blaue Licht, mit dem man einfach trotzdem nicht viel sieht, das nervt mich ein bisschen. Aber okay, ist mal was anderes als immer eine Taschenlampe oder Laterne oder sowas. Oder Fackel. Ist ja auch beliebt bei Spielen. Einfach eine Fackel. Obwohl eine Fackel eigentlich naheliegender wäre, weil eine Fackel hat man sich eher schnell gemacht als dieses Knicklicht, was eigentlich irgendwann mal ausgehen müsste. Gut, wiederum ist der Vorteil, dass man das Knicklicht wenigstens im Wasser benutzen kann. Was mit der Fackel ja wieder nicht ginge. Schwierig. Das ist einfach ein Überknicklicht, was niemals erlischt. So. You are too cold. Ja, deswegen muss ich mich jetzt wieder ans Feuer stellen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.